Peter Weiß wird 100. Am 8. November jährt sich der 100. Geburtstag des Dichters, Dramatikers, Filmemachers, Malers und Reporters. Mit Hans Koppi und Sabine Kebe spricht Hester Samurai über die aktuelle Bedeutung des Romanwerkes Ästhetik des Widerstandes und beleuchtet dabei dessen fiktive und dokumentarische Seiten. Am 8. November 2016 wäre der Schriftsteller Peter Weiß 100 Jahre alt geworden. Weil sein Vater Jude war, lernte er als Jugendlicher mehrere Exilländer kennen, bis sich die Familie 1938 in Südschweden niederließ. Peter, der sich schon früh als Fotograf und Maler betätigt hatte und in Stockholm dann eine Kunsthochschule besuchte, fing auch an zu schreiben. Die Entwicklung in Nazi-Deutschland verfolgte er intensiv. Sie berührten ihn tief. Ich war davon durchtränkt, erinnerte er sich einmal. Nach dem Krieg hielt er sich längere Zeit in Berlin auf, wo Reportagen über die Besiegten entstanden. Weder seine sozialkritische Prosa, die Armut und Ausgrenzung im schwedischen Wohlfahrtsstaat behandelte, noch seine frühen von der Psychoanalyse beeinflussten experimentellen Filme hatten besonderen Erfolg in Schweden, wo sich Weiß, wie er öfter betonte, auch nie recht heimisch gefühlt hatte. Seit Beginn der 60er Jahre wurde Peter Weiß jedoch in der Bundesrepublik und später auch in der DDR ein wichtiger Autor. Besonders mit seinen meist auf dokumentarischem Material entstandenen dramatischen Arbeiten. 1964 die Verfolgung und Ermordung Jean-Paul Marats. 1965 die Ermittlung, ein auf Dokumenten beruhendes Stück über die Auschwitz-Prozesse, das auf 14 deutschen Bühnen in West und Ost simultan uraufgeführt wurde. 1967 Gesang vom lusitanischen Popanz, ein Stück über den portugiesischen Kolonialismus und 1968 Vietnamdiskurs. Zwischen 1975 und 1981 wurde Peter Weiß Hauptwerk publiziert, die drei Bände der Ästhetik des Widerstands. Zu diesem monumentalen Werk möchte ich zwei Autoren befragen. Dazu begrüße ich zum einen Sabine Kebier. Frau Kebier, Sie sind promovierte und habilitierte Literatur-, Kultur- und Politikwissenschaftlerin. Sie arbeiten als Journalistin und freie Buchautorin. Bekannt geworden sind Sie vor allem über die Bücher zu Antonio Gramsci und Bertolt Brecht. Ja, hallo. Guten Tag. Des Weiteren begrüße ich Hans Koppi. Herr Koppi, Sie sind Historiker und promovierten 1992 an der TU Berlin mit einer biografischen Studie über Haro Schulze-Boysen. Gegenwärtig sind Sie freier Mitarbeiter an der Gedenkstätte Deutscher Widerstand und Sie sind Vorsitzender der Berliner Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, des Bundes der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Zur Aufarbeitung der Repression des Naziregimes und des Widerstands verdanken wir Ihnen zahlreiche Veröffentlichungen. Hallo. Freut mich, dass Sie da sind. Frau Kebier, können Sie uns etwas über die Bedeutung der Ästhetik des Widerstands sagen? Ja, die Bedeutung kann man sich nur wirklich vor Augen führen, wenn man bedenkt, dass 1975 der Widerstand, der aus Deutschland selbst gegen die Nazi-Herrschaft gekommen war, in der Bundesrepublik noch stark delegitimiert wurde, jedenfalls von den Leitmedien. Und da war das, also dass so ein umfangreiches und groß angelegtes Werk, außerdem ein Sprachkunstwerk erschien, was also sowohl den Widerstand in Deutschland selbst als auch die ganze Emigration, die Intellektuellen und Künstler, die ins Ausland gezwungen worden waren, in den Blick nahm und sie eben legitimiert und ihnen ein großes Denkmal setzen wollte und das auch getan hat. Das war für die Bundesrepublik etwas vollkommen Neues, wurde auch angefeindet, aber hat sich dann doch sehr schnell durchgesetzt und hat bestimmt die gesamte Rezeption des Widerstands dann auch mit beeinflusst. In der DDR lagen die Dinge ja etwas anders. Also da gab es sehr viel Literatur über den Widerstand, sowohl dokumentarischer, aber eben auch in romanhafter Form. Da hatte das aber doch auch eine besondere Bedeutung, weil Peter Weiß doch einen anderen Blick
Und natürlich zum Teil auch einen etwas kritischeren Blick, insbesondere was die Rolle der Sowjetunion anbetraf, auf diesen Geschichtsabschnitt geworfen hat. Und das Buch ist ja auch in der DDR erschienen. Also das haben viele Leute in der DDR auch gerne rezipiert und zur Kenntnis genommen, weil es doch einen neuen Blick auf den Widerstand und auch auf die Exilkünstler und Exilintellektuellen geworfen hat. Ja, wichtig ist auch, würde ich sagen, besonders auch aus heutiger Sicht, die große Rolle, die Kultur und Kunst im Widerstand gegeben wurden, was heute fast aus dem Blick geraten ist. Aber da kommen wir vielleicht später noch mal drauf. Aber wie gesagt, in der Bundesrepublik galten die Menschen, die eher da, also die Akteure des Romans sind, die ja Klarnamen hatten, hinter denen wirkliche Personen standen, oft als Landesverräter. Herr Koppi, das Hauptwerk von Peter Weiß, Die Ästhetik des Widerstands, berührt Ihre eigene Familiengeschichte. Ihr Vater Hans Koppi ist eine der Hauptfiguren des Romans. Sie selbst wurden von Ihrer Mutter in der Haft zur Welt gebracht. Wann haben Sie zum ersten Mal den Roman gelesen? Das muss Mitte der 70er Jahre, also nachdem er erschienen war, habe ich ein Exemplar erhalten, hat mir ein Freund mitgebracht aus der Bundesrepublik. Und da war ich sehr überrascht, dass da plötzlich mein Vater als Protagonist auftritt. Und ich hatte dann so gut 50 Seiten gelesen und habe es dann erstmal beiseite gelegt, weil es erstmal so nicht mit den Erzählungen übereinstimmte, die ich sonst kannte über meinen Vater. Und habe es dann nochmal angefangen und habe mich also auch, sagen wir, langsamer diesem Roman genähert. Und und fand dann eigentlich in dem Buch besonders interessant das Gespräch zwischen dem Erzähler und dem Vater in Warnsdorf, weil dort ging es nochmal um die Frage, wie kam es eigentlich zu der großen Niederlage der deutschen Arbeiterbewegung im Jahr 1933. Und dort machte eben Peter Weiß nochmal so ein großes Szenario auf, was da alles seit 1918 los war, was es an emanzipativen Ansätzen gab, insbesondere auch in der jungen kommunistischen Bewegung, aber auch welche Verhärtungen eingetreten sind, warum sich gewissermaßen immer wieder aus diesen großen Parteien wieder Zellen herausbewegt haben, aus der SPD und der KPD, und wie schwierig es war, also diesen Kampf gegen den Faschismus in der Nazizeit überhaupt aufzunehmen, weiterzuführen, weil es auch unterschiedliche Vorstellungen gab über die Länge oder Kürze des Faschismus. Also viele dachten wohl eher, das ist ein kurzer Abschnitt, nachdem also ja schon vorher seit 1929/30 mehrere Regierungen dort verbraucht worden waren. Und das wiederum fand ich also doch erhellend, weil ich dachte, das ist ja der Hintergrund, vor dem mein Vater gewissermaßen in die Illegalität ging, aufgewachsen ist. Und darüber hatte ich bisher auch wenig erfahren. Ja? Und es war gewissermaßen so ein Umweg. Und natürlich gibt es ab und zu Punkte, wo es auch übereinstimmt mit seiner Biografie, wo er dann beschreibt, dass mein Vater auf der Schulfarm Scharfenberg war. Die Schulfarm Scharfenberg ist also eine Insel gewesen, oder ist sie immer noch, die auf dem Tegeler See liegt. Und dort gab es seit Anfang der 20er Jahre so ein schulreformerisches Projekt von einem frühen Wandervogel. Und dort kam 1929 mein Vater hin, weil er gerade vorher
das Lessing-Gymnasium besucht hatte, was ihm möglich war, weil in der Volksschule er aufgefallen war, dass er also leistungsmäßig eigentlich ein guter Schüler ist und diese Volksschule vorgeschlagen hat, ihn dann auf das Lessing-Gymnasium in Wedding zu schicken, wo er aufgewachsen war. Und dort hat er dann als 12-, 13-Jähriger an einer Demonstration teilgenommen. Und es gab ja damals wahrlich genug Gründe zu protestieren durch eben Demonstrationen. Nur er hatte bei dieser Demonstration seine Schulmütze aufbehalten. Also das war damals so gängig, dass die Schulen besondere Mützen hatten, woraus. Und das hat dann auch gleich ein Lehrer erkannt und daraufhin wurde er relegiert und seine Eltern mussten sich umsehen nach einem neuen. Und das war also die Schulfarm Scharfenberg und das war für ihn und alle, die ich dann später auch noch kennengelernt habe, ein großes Erlebnis, weil es eben doch eine ganz andere Art von Schule war, so ein mehr integrierter Unterricht, Arbeit und die Schule ging zusammen. Jeder musste so einen Teil selber leisten für die Gemeinschaft dort. Und dort hat er, also seine Mutter hat dann eben sich umgesehen, wo er dann an einer Jugendweihe teilnehmen kann. Das war in Tegel. Und dort setzte dann auch nochmal ein anderer Blick ein, weil also die Insel war auch doch, manche sagten, ein Orplied, ja, später in Verklärung. Es war gewissermaßen, als ob dort eben die Weltwirtschaftskrise und die Not irgendwo aufhörte, wenn sie die Insel betraten. Ja? Weil das war einfach eine andere Welt in jeder Richtung. Und durch die Jugendweihe haben sie dann doch so bestimmte Brennpunkte auch kennengelernt. Und das endete dann eben mit der Jugendweihefeier im Sportpalast, damals der größte Versammlungsort in Berlin. Und als der Redner dort, ein Kommunist, sprach, meldete sich bald der zuständige Polizeioffizier und sagte Ende der Rede, weil er hätte mit seinen Worten irgendwie die staatliche Ordnung angegriffen. Und so endete eben diese Jugendweihe so, dass die Jugendweihlinge rausmarschierten und die Eltern an der Seite standen und protestierten, ja, und er gewissermaßen in die Welt entlassen wurde, also in den Kreis der Erwachsenen, doch auf eine sehr politische Weise mit der Gegenwart konfrontiert wurde. Und so ist er dann in den Kommunistischen Jugendverband gegangen. Man durfte sich auf der Insel nicht politisch betätigen, das war dann alles außerhalb, oder bei den Roten Pfadfindern. Und dann ist er aber plötzlich eben von dieser Schulfarm auch, hat er sich verabschiedet. Es war so, dass im November 1932 in Tegel in einem Kino ein Film gespielt wurde, Kameradschaft. Und der handelte von Bergleuten, die an der Grenze zwischen Frankreich und Deutschland arbeiteten und wo in Frankreich auf den französischen Steuern ein Grubenunglück passierte und sie sich dann entschlossen, also die Grenze, die es auch unterhalb gab, sie also zu durchschlagen. Es war ein politischer Film, große Aufmerksamkeit, aber es wurde zu einem Ereignis auf der Schulfarm Scharfenberg, weil einige gemerkt hatten, dass einige der Cineasten, die in das Kino gegangen sind, sich nicht abgemeldet hatten. Und daraufhin gab es eine Schülervollversammlung, Schüler- und Lehrervollversammlung, die mit knapper Mehrheit beschloss, die also, die es versäumt hatten, von der Schule zu relegieren. Und daraufhin meldete sich mein Vater und sagte, ich habe die Erlaubnis, aber ich solidarisiere mich, denn wenn die gehen, gehe ich auch. Mhm. Ja? Und dann hat der Direktor das noch am nächsten Tagen irgendwie wieder gesagt, ist zu Ende, also das findet nicht statt. Aber mein Vater hielt es trotzdem für richtig, dass er da nicht weitermacht, weil nach seiner Meinung, das war zu sehr ein Verein. Aber wahrscheinlich drängte es ihn mehr. Es war ja wirklich schon dann ja, immer wieder auch die Auseinandersetzung mit den Nazis und der SA und allem. Er wollte nicht mehr auf der Insel bleiben. Ja. Und das war gewissermaßen noch nicht sein Einstieg in die NS-Zeit.
Es war so, dass er im März 1933, also er war dann wieder auf die Lessing-Schule gekommen, und Ostern war praktisch das Ende des Schuljahres und danach der Beginn des neuen Schuljahres. Und da hat er seiner Mutter erklärt, er wird nicht mehr auf das Lessing-Gymnasium gehen, weil sich in der Zwischenzeit haben mehrere Lehrer schon die Schule verlassen müssen. Es seien neue Lehrer erschienen, beziehungsweise die Dagebliebenen zum Teil stolzierten bereits in SA-Uniform. Und es war angekündigt worden, dass also der Lehrplan nach den Ferien ein anderer sein wird, also zumindest so in Deutschgeschichte, also in Physik und Chemie nicht. Aber ja, und so ist er dann, hat er die Schule verlassen, was seine Mutter nicht wirklich gut fand, aber sie war auch Mitglied der KPD und ja, und hat sich gewissermaßen dieser Entscheidung ihres Sohnes hat sie dann auch begleitet, indem sie ihn in dieser Zeit dann auch unterstützt hat. Und ja, und so ist er praktisch schon 33, hat er dann wieder Freunde aus dem Kommunistischen Jugendverband wieder um sich gesammelt. Es waren ja alles schon etwas zersprengt nach den ganzen Verbotswellen und Verfolgungswellen. Und ja, dann hat er sich an verschiedenen Dingen beteiligt, zum Beispiel im November 1933 an den Wahlen. Da haben sie so einen kleinen Spooky gemacht und haben so ein Zitat genommen aus der Bibel, was dann endete. Es geht ungefähr so: Ihr seid aus nichts und aus euch wird auch nichts, und euch zu wählen ist ein Gräuel. Ja, Jesaja, und dann wurde also aus dem Alten Testament. Und das entstand dadurch, dass er eben über die roten Pfadfinder wieder bürgerliche Pfadfinder fand, die also in der Katholiken waren. Und daraus entwickelte sich ein Kontakt, und die haben das dann zusammen verteilt. Ein Freund meines Vaters hat es dann in so einem Kinderbaukasten über Nächte gesetzt. Solche und andere Sachen führten aber dazu, dass er eben doch sein Name bekannt wurde, die Polizei kam, er musste untertauchen und ist dann im Februar 1934, gerade 18-jährig, das erste Mal verhaftet worden. Ja, und er hat dann auch gleich eben das Konzentrationslager Oranienburg kennengelernt, weil die Knäste in Berlin waren alle überfüllt durch die vielen Festnahmen. Und blieb dort 8 Wochen und ist dann zu einem Jahr Jugendgefängnis verurteilt worden. Und ich habe mich manchmal gefragt, ja, wie, also er hat das nie was aufgeschrieben, es ist nicht übel, was hat er da erlebt in diesem KZ Sachsenhausen, was wirklich ein Übles dieser frühen dieser Konzentration da war. Und ich hatte eher den Eindruck, man wollte ihn ja gewissermaßen knechten und umerziehen, hieß das, ja. Für ihn war das, glaube ich, mehr eine Bestätigung, dass er sah, so wie er die Nazis vor 33 eingeschätzt hatte, wie sie über Demonstrationen und anderes versucht hatten zu bekämpfen, so ist das zwar noch in einem viel größeren Maße eingetreten, aber in ihrem Grunde waren sie so, wie sie waren, und weshalb er schon vor 33 und danach auch ihr Gegner blieb. Wo liegen die Unterschiede und vielleicht auch die Gemeinsamkeiten zwischen der Romanfigur und der Person Ihres Vaters? Ja, die Unterschiede liegen natürlich in der realen Biografie. Und wird eben dort in dem Roman auch anders verhandelt, gleich mit der Eröffnungsszene, mit dem Besuch des Pergamonfrieses. Und mein Vater, und da gibt es noch einen jungen Mann, Heilmann, der etwas jünger ist als er, sie sind gewissermaßen für Peter Weiß Figuren, die, sagen wir, mein Vater ist so der treue Kommunist, ja. Und der Heilmann ist der so ein bisschen
ein bisschen Anarchist ist. Und es gibt da immer auch in dem Buch, also gibt da auch immer Streit, sowohl im ersten wie also auch im dritten Band. Aber es ist nicht eine Verfestigung von Gegensätzen, ja, sondern es ist, sind einfach unterschiedliche Sichtweisen, über die man sich verständigt und streitet und gleichzeitig den anderen mit, aufgrund der Unterschiede auch etwas ironisiert. Ja? Und insofern ist eben die Figur meines Vaters natürlich im dritten Band weicht sie auch ab von den realen Geschehnissen im Jahr 1942, wo er hier als Funker vorgestellt wird, der also ständig in Verbindung stand mit sogar mit Schweden und sonstigen. Also leider war es eben so, dass mein Vater von Harro Schulze-Boysen, dessen einer der engsten Mitstreiter er war, eben mal gefragt wurde, ob er sich vorstellen könnte, dass den Funkverkehr nach Moskau mit aufzunehmen, Anfang Juni 1942, also fast 14 Tage vor dem Angriff. Und er konnte sich das erst nicht vorstellen, aber nachdem der Harro eben gesagt hatte, das kann man lernen, er hätte das auch mal gelernt, aber er kann es jetzt nicht machen, hat er sich dann überzeugen lassen und er hat es ja dann auch gelernt. Aber die Sendetechnik, die er hatte, war offensichtlich, die Reichweite war nicht ausreichend genug, sodass diese Funksprüche, die er bekommen hat, die wurden also von Arvid Harnack, die Nachrichten, die sie senden wollten, praktisch dechiffriert in Zahlenkolonnen. Und das brachte dann jemand zu meinem Vater und dann hat er sich dort rangesetzt. Und all das wird in dem Buch dann, sagen wir, etwas anders beschrieben, als gewissermaßen das Kommandounternehmen Rote Kapelle von Berlin aus also auch perfekt funktioniert. Also war es leider nicht, weil die Nachrichten gelangten dort nicht nach Moskau. Aber wenn Sie fragen eben nach den Gemeinsamkeiten, so ist doch eine Gemeinsamkeit, dass also diese in der Figur meines Vaters, aber auch der anderen, eben sich die Ausdauer widerspiegelt. Ja? Also seit 1933 kann man sagen, von Anfang an, doch 9 Jahre und dann mit der Unterbrechung im Jugendstrafgefängnis Plötzensee und dann bis zur Festnahme im September 1942, war er immer wieder dran. Ja? Also nicht ständig mit den gleichen Leuten und so, aber da hat ihn eigentlich an dieser Grundhaltung hat sich auch nicht geändert, als er zum Beispiel meine Mutter, sie ein Paar wurden, geheiratet haben. Das war, ihre Hochzeit war praktisch in dieser Zeit, als er sich entschieden hatte, dann als Funker zu arbeiten, das zu lernen. Und er hat es nicht gewissermaßen in Frage gestellt und gesagt, jetzt ist jetzt mal auch Privates angesagt. Und er wusste ja nie, wie lange er dort in Berlin noch bleibt oder eingezogen wird, was dann erst später erfolgte. Und insofern hat er im Zweifel immer, sag mal, für diese doch politische Arbeit votiert. Und das ist wiederum etwas, was Herr Peter Weiß durchaus in seine Figur mit hineinversetzt. Ja? Und da deckt es sich wieder. Eben diese Zugehörigkeit zu der Weltanschauung, die er hat und die er nicht in Frage stellt. Und ja, und insofern aufrecht handelt, und das beschreibt Peter Weiß, wie ich sonst eigentlich selten woanders erlebt habe. Haben Sie direkten Kontakt zu Peter Weiß gehabt? Ja, ich war einmal in Schweden und
hatte dann seine Telefonnummer bekommen und damals habe ich noch im Außenhandel gearbeitet und da musste ich aber eben eher zurück und an dem Tag, wo er Zeit hatte, musste er ins Krankenhaus seine Frau besuchen und so haben wir uns eben nur am Telefon etwas länger unterhalten und ich fand es interessant, dass er dann in sein Notizbuch geschrieben hat, dass wir miteinander uns getroffen haben und ein längeres Gespräch hatten und so. Naja, insofern hat doch dieses Telefonat einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Frau Kebier, können Sie uns über die Authentizität anderer Figuren der Ästhetik des Widerstands etwas sagen? Ja, da muss man vielleicht zunächst hervorheben, dass es sich wirklich um einen historischen Roman handelt. Denn es gibt doch Authentizitätsprobleme, die von sehr vielen Lesern nicht ernst genommen werden, weil der Roman ist ja in der Ich-Form abgefasst. Also Peter Weiß, man identifiziert dieses Ich allzu vorschnell mit Peter Weiß selbst. Und dass sozusagen die erzählte Geschichte, besonders im schwedischen Exil dann, dass das sozusagen authentische Erinnerungen sind. Und das wird natürlich dann auch auf die Authentizität der beschriebenen Figuren übertragen. Und davor möchte ich doch sehr warnen, wobei ich vorausschicken möchte, dass in einem übertragenen Sinne, genau wie das Hans Koppi eben gesagt hat, also im Sinne des literarischen Realismus, das Weltverhältnis von Widerständlern, widerständigen Intellektuellen im Widerstand und auch in ihrer Zukunftsvision, das ist sicher sehr glaubwürdig dargestellt. Und das macht auch den großen Wert des Romans heute aus. Aber ich habe mich ja dann in den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre mit Bertolt Brecht und insbesondere seinen Beziehungen zu Frauen befasst. Und da fand ich also die Darstellung, die in der Ästhetik des Widerstands davon gegeben war, äußerst bedauerlich. Ja, das hängt natürlich sicherlich auch damit zusammen, dass es damals noch wenige Forschungen zu diesem Gebiet gab und dass Peter Weiß natürlich auch nicht sehr viele Menschen dazu befragt hat. Aber ich möchte jetzt vor allen Dingen darüber sprechen, was also mir an dieser Brecht-Figur und auch an den Frauen im schwedischen Exil, also damals sehr negativ schon aufgestoßen ist. Er behauptet eben, dass was später übrigens, also er steht ganz am Anfang einer von vielen Autoren behaupteten Brecht-Kritik, also er wäre ein Patriarch gewesen, hätte also sehr viele Frauen verführt und sie dann für seine Arbeiten eingespannt, ohne dass die anständig bezahlt worden wären. Also da kommt dann auch das spätere Motiv Text for Sex, also er hätte sie irgendwie sexuell abhängig gemacht. Diese Dinge scheinen bei Weiß schon durch. Also da kommt eine Rezeptionsweise, die vom damaligen Feminismus beeinflusst war, die allerdings weitaus mehr Männer vertreten haben als Frauen. Und da muss ich Peter Weiß auch vorwerfen, dass er bestimmte Gegebenheiten des schwedischen Exils einfach auch ausgeblendet hat. Also wenn sich der junge Mann, die Ich-Figur, also dem Brechthaus zum ersten Mal nähert, guckt er zuerst durch Büsche und sieht dort also eine Frau im rosa Unterrock vor einem Waschtrog Wäsche waschen. Zwischendurch raucht sie. Also das soll Helene Weigel sein, wird auch so benannt. Ne?
Also es war damals aber schon bekannt, dass das Brecht-Paar aus Berlin ein Kindermädchen mitgebracht hatte und dass auch mehrere Hausangestellte existierten, auch im schwedischen Exil, im dänischen und im schwedischen Exil. Und dass also Helene Weigel diese Rolle nicht gespielt hat. Sie wird eben auch als verbittert dargestellt und das wird wieder in Verbindung gebracht, weil es da eben noch diese beiden anderen Frauen gab, Margarete Steffin, Ruth Berlau. Also die Verbitterung von Helene Weigel lag vor allen Dingen darin, dass sie als Schauspielerin nicht mehr arbeiten konnte. Das lag nicht nur an den Fremdsprachen, die sie natürlich da nicht ausreichend beherrschte. Es lag auch an fehlender Arbeitserlaubnis. Also Brecht hat ja gerade in Schweden Mutter Courage geschrieben und da hat er extra eine stumme Rolle, die stumme Katrin für Helene Weigel geschrieben, in der Hoffnung, dass es doch zu einer Aufführung kommen könnte. Ja, und die beiden anderen Frauen, Ruth Berlau und Margarete Steffin, werden also als ihm vollkommen hörig dargestellt, was nicht vollkommen falsch ist. Diese Frauen liebten Brecht ja auch. Ja. Aber es wird eben doch ein bisschen zu einseitig und sozusagen ihm wird also die äußeren Umstände des Exils werden eigentlich banalisiert. Und das ist gerade für die Ästhetik des Widerstandes schade, weil er wollte ja eigentlich auch die Härte des Exils darstellen. Ja, aber Margarete Steffin, ihr blieb ja gar nichts anderes übrig, als mit Brecht zu reisen und mit Brecht zusammenzuarbeiten. Also sie gehörte der Kommunistischen Partei an, war schwer tuberkulosekrank, sie konnte nicht in Deutschland bleiben. Ja, sie wäre wahrscheinlich zu der Zeit schon im KZ gewesen. Ja, und das war also jetzt nicht sexuelle Abhängigkeit, weshalb sie da mitfuhr. Und bei Ruth Berlau, das war eine Dänin, aber die gehörte auch der Kommunistischen Partei an. Dänemark war bereits besetzt, also das wäre auch für sie nicht möglich gewesen, unbeschadet in Dänemark zu bleiben. Ja? Und das jetzt nur so darauf zu schieben. Und ich will jetzt hier mal ein paar Zeilen vorlesen. Dass Brecht also in einem Sessel gesessen hat, eine kalte, fordernde Stimme hatte und mit dem Recht, das in den Leistungen begründet war, die er zurückgab, setzte er voraus, dass jeder, der zu ihm kam und dem er winkte, jeder ihm half und ihn unterstützen musste. Jeder musste sich von ihm aushorchen lassen und ihm zutragen, was er brauchte. Naja, diese Rolle spielt ja im Roman dann der junge Mann selber. Es kommt dann zu einer Zusammenarbeit, zu einem Projekt und der fühlt sich eben auch etwas ausgebeutet. Ja? Also dieser Topos, er beutet immer andere Arbeitskräfte aus. Nicht? Darüber hat ja die Forschung damals eigentlich auch schon und später auch sehr viel anderes geschrieben. Ich kann nur warnen, also diese Gestalt, wie er sie geschrieben hat, wirklich als authentisch anzusehen. Es speist sich also mehr aus damaligen feministischen Vorstellungen, die aber aus heutiger Sicht auch etwas altmodisch waren. Also der Mann ist verantwortlich für das Glück der Frau. Ja, dabei kamen natürlich gerade diese Frauen aus der Emanzipationsbewegung der 20er Jahre. Das waren bereits Subjekte. Ja, die waren nicht entsubjektiviert. Und das hat mich auch sozusagen an dieser Darstellung gestört. Daran sieht man auch, obwohl Peter Weiß also von den 68ern besonders geschätzt wurde und da rezipiert wurde und dort auch seine Anerkennung gefunden hat,
dass er einer früheren Generation angehörte, einer früheren Generation von Männern, die also auch das Geschlechterverhältnis noch traditioneller gesehen haben. Ja? Und gerade also diese Emanzipationsformen, die sich in den 20er Jahren herausgebildet haben, natürlich auch, weil es zu wenig Männer gab als Kriegsfolge des Ersten Weltkrieges. Dadurch waren ja die... dadurch konnte nicht jede Frau heiraten und die Männer hatten immer mehrere Frauen zur Verfügung, was aber sozusagen auch zu einer Auflösung schon traditioneller Moralvorstellungen geführt hat. Ja, und die haben ja dann gerade auch in der 68er-Bewegung eine große Rolle gespielt, ja, wobei der damalige Feminismus letztlich ähnliche Positionen auch verfolgt hat, also diese abgrundtiefe Männerfeindschaft und dass Männer eben nur ausnutzen, wenn sie überhaupt noch eine Beachtung finden sollten, dass die also genetisch irgendwie dazu da sind, um Frauen nicht anzuerkennen oder sie irgendwie doch auszunutzen. Also das spielt dabei eine Rolle. Übrigens haben das manche Peter Weiß-Forscher und Brecht-Forscher auch schon damals festgestellt. Also ich stütze mich da auch auf Jost Hermann, der also in Amerika da Brecht-Forscher ist und die Brecht-Gestalt ähnlich kritisch gesehen hat bei Peter Weiß. Ich möchte jetzt noch auf eine andere Gestalt kommen, und zwar Ilse Stöbe. Das war eine junge Frau, die auch eine authentische Figur, die im Roman auch vorkommt. Und Hans Koppi und ich, wir haben also vor wenigen Jahren ein Buch über Ilse Stöbe, eine Forschung über Ilse Stöbe gemacht. Es stand immer noch aus, sie hat im Auswärtigen Amt gearbeitet, hat aber schon viele Jahre vorher, aber dann ganz besonders im Vorfeld des Angriffs auf die Sowjetunion, hat sie also ganz wichtige Nachrichten, unter anderem den Termin des Angriffs, konnte sie also bekannt geben. Ja. Bis zum Angriff gab es ja noch eine sowjetische Botschaft in Berlin aufgrund des Nicht-Angriffspaktes, Freundschaftspaktes. Und sie hat diese Nachrichten also weitergegeben und ist aber später auch verhaftet und hingerichtet worden, und zwar mit der Gruppe, in der auch der Vater von Hans Koppi hingerichtet wurde, in Plötzensee. Es ist erst vor 2 Jahren gelungen, dass Ilse Stöbe auf die Ehrentafel, die im Auswärtigen Amt den Widerstandskämpfern, die im Auswärtigen Amt gearbeitet haben und Opfer des Nationalsozialismus wurden, sie ist erst vor 2 Jahren auf diese Ehrentafel gekommen. In diesem Zusammenhang ist auch das Buch entstanden, und dadurch haben wir eine ziemliche Kenntnis von der Figur von Ilse Stöbe, die natürlich Peter Weiß gar nicht haben konnte. Nicht? Wir dürfen ihm jetzt auch nicht Dinge vorwerfen, die er zu seiner Zeit also nicht wissen konnte. Aber die Figur ist also hier auch praktisch als Teil der Schulze-Beusen-Harnack-Gruppe, die bekannter ist als Rote Kapelle, dargestellt, was aber in der Realität nicht der Fall war. Die Schulze-Beusen-Harnack-Gruppe, die hat also mit dem NKWD zusammengearbeitet in der Sowjetunion, während Ilse Stöbe mit dem Nachrichtendienst der Roten Armee zusammenarbeitete. Und das wäre also gegen jede Regel der Konspiration gewesen, wenn diese beiden Gruppen zusammengearbeitet hätten. Ja? Dass sie von der Gestapo dann später fast gleichzeitig entdeckt worden sind, hat wieder andere Gründe, auf die wir jetzt nicht näher eingehen wollen. Ja? Aber das ist ja hier stark ausgeführt.
also Ilse Stöber, die also diese Menschen auch kennt, mit ihnen zusammen sitzt. Ja, sie wird auch in das Funken, in die Vorbereitung und Nachbereitung des Funkens mit einbezogen, aber das stimmt eben auch nicht, ne? Also wie gesagt, ich möchte das jetzt nicht als grundsätzliche Kritik an der Ästhetik des Widerstands ausdrücken, sondern eher davor warnen, die Ästhetik des Widerstands nicht als Roman, sondern dokumentarisch zu lesen. Und die Verführung ist allerdings nahe, weil eben Peter Weiß, besonders seine Stücke, natürlich oft unter Verwendung dokumentarischen Materials zustande gekommen sind. Deshalb kommt es auch zu diesem Rezeptionsirrtum. Also wie gesagt, da muss man vorsichtig sein und nicht nur die Leser. Also ich empfinde es zum Beispiel als sehr negativ, dass Jutta Brückner in ihren Filmen über Brecht in Skandinavien also sich auf Peter Weiß stützt und nicht auf eigene Forschung. Ja, also wenn Künstler oder Intellektuelle dann das als dokumentarisches Material ansehen, wird es natürlich sehr problematisch. Herr Koppi, warum hat Peter Weiß die Namen von Personen der Zeitgeschichte entlehnt, die der sogenannten Roten Kapelle angehörten? Ja, die Rote Kapelle ist ja kein Einbegriff für verschiedene 6, 7 Freundes- und Widerstandskreise, die es in dieser Zeit in Berlin gab und die dann im Zusammenhang mit der Verfolgung eben im Fokus der Fahndungen stand. Der Gestapo in Berlin, dort gab es eine Sonderkommission Rote Kapelle. Und Rote Kapelle ist, der Name ist entstanden bei der deutschen Funkabwehr in Belgien, als die eben immer gehorcht haben, in welcher Richtung Funksignale gehen. Und da gingen welche nach England, die hießen eben Waldkapelle und anderweitig. Und dann merkten sie, dass es Funksignale ging, die gingen Richtung Osten. Und das wurde dann eben vermutet, dass das in die Sowjetunion oder nach Moskau geht. Und da hielt also den Namen Rote Kapelle. Und als dann, dann sind unter diesem Motto verschiedene Gruppen in Belgien und in Frankreich und in den Niederlanden 1942 dann verhaftet worden. Und als die Gestapo ein Telegramm bekam, was dechiffriert war, wo also aus Moskau ein Agent des militärischen Nachrichtendienstes der Roten Armee aufgefordert wurde, nach Berlin zu fahren und sich zu erkundigen, warum es denn nicht zu dem Funkverkehr kommt, was es für Probleme gibt. Daraufhin haben sie also dann den Adressaten, also wo er hingehen sollte, und war unter anderem Harro Schulze-Boysen genannt, alles kodiert, ja, aber nachdem man den Code hatte, war es dann doch leicht, das wieder zu dekodieren, und gehörte er dann dazu. Und Rote Kapelle ist, wenn man es heute sieht, also in den 50er, 60er Jahren war es eben im Westen eine Spionageorganisation, die also so Westeuropa und Deutschland praktisch wie eine rote Krake im Griff hatte und gewissermaßen über den Kriegsausgang ja, entschieden hat, und wo dann eben auch unter anderem die mehr dort in den Zeitungen standen, diese Leute hätten 250.000 deutsche Soldaten gewissermaßen auf den Gewissen. Und die Rote Kapelle ist aber was ganz anderes. Also es gibt eben Schulze-Boysen und Harnack, die so in dieser Zeit Kontakt hatten zur sowjetischen Botschaft und ähnlich wie Ilse Stöbe dort schon seit Januar, Februar gesagt hat, irgendwann geht es hier los, und je näher es kam, desto, dann war es der Mai, dann war es der Juni, und es war klar, es geht los und mit dem Angriff. Und aber diese Leute waren keine Residentur des sowjetischen Nachrichtendienstes, sondern das waren eben Freundeskreise, die zu Widerstandskreisen in dieser Zeit auch wurden, weil natürlich hat sich mein Vater da abgemüht, aber gleichzeitig wurden dann Anfang Februar, Mitte Februar 1942
wurde eine Flugschrift verbreitet, so an mehreren hundert Leuten, die Sorge um Deutschlands Zukunft geht das durch das Volk. Dann gab es eine Zettelkleberaktion gegen die sowjetische oder antisowjetische Propagandaausstellung Das Sowjetparadies. Und dort hieß es eben auf, hunderten von kleinen Spukis, die in Berlin verklebt wurden, ständige Ausstellung, das Nazi-Paradies, wie lange noch? Krieg, Hunger, Gestapo. Und das passt also auch nicht in so ein nachrichtendienstliches Korsett. Und was aber die Rote Kapelle eigentlich ist, ist ja, dass sie also eine sehr heterogene Zusammensetzung hat. Es sind Leute dabei wie mein Vater, der war Arbeiter, Dreher in einer Maschinenbaufabrik. Aber eben Schulze-Boysen, der war Angestellter im Reichsluftfahrtministerium in der Abteilung Fremde Luftmächte. Das war der Arvid Harnack, der war im Oberregierungsrat im Reichswirtschaftsministerium. Und es gab Leute eben wie den früheren Kultusminister, preußischen Kultusminister Grimme, der war ein Gesprächspartner von Harnack, und Adam Kuckhoff, ein Schriftsteller, der wieder Grimme kannte aus gemeinsamen Studienzeiten und der dann eben den Harnack damit an den Tisch gebracht hatte. Und der Kuckhoff hat auch noch den John Sieg, einen Kommunisten, der beim früher der Feuilleton-Chef der Roten Fahne war und jetzt bei der Reichsbahn arbeitete. Und so findet man eben dort Künstler, Bildhauer, Schriftsteller, Angestellte. Also ein sehr breites Spektrum, wo schon eine ganze Reihe auch Kommunisten, jüngere Kommunisten dabei waren, aber eben der Grimme war Sozialdemokrat, religiöser Sozialist, und andere waren parteilos. Und es gab Leute, die eben katholisch und evangelisch waren. Es waren auch noch eine Reihe von Frauen und Männer dabei, deren die sogenannte halbjüdisch war, wo die Mutter oder der Vater Juden waren, die also dort in dieser Arbeit auch sehr aktiv mit dabei waren. Und das ist das, glaube ich, was den Peter Weiß auch da fasziniert hat, dass das nicht so eine homogene Gruppe war. Ja? Und es war gewissermaßen auch so eine Ausnahme im deutschen Widerstand, weil meistens kommen die Leute aus irgendeinem Milieu, woher man sich kannte. Ja? Aus der Partei oder der Gewerkschaft oder aus dem konservativen Milieu, und man hockte dort zusammen. Und hier findet man eben, oder Jugendliche, und hier findet man also Jugendliche und alle und auch praktisch den Querschnitt des deutschen Widerstandes. Und das hat ihn doch deshalb fasziniert, weil er eben, das bezeichnet er auch so, das war eine Avantgarde, aber nicht einer Partei. Ja? Und diese, das ist das, was er gewissermaßen auch als, kann man auch sagen, als Modell sieht, dass eben bei solchen Situationen wie eben bei dem Kampf gegen den Faschismus es nicht darauf ankommt, wer hier das Sagen hat, sondern dass sich Menschen eben unterschiedlicher Anschauung auch auf dieses eine Ziel einigen. Ja? Und das ist eben in dieser Roten Kapelle die Folie gewesen. Weshalb, ja, nun überhöht er das denn auch noch, indem er also... Es gibt da so ein bisschen Widerspruch. Einerseits schreibt er mit der Ästhetik, was die Rote Kapelle anbetrifft, gewissermaßen gegen die herrschende Geschichtsschreibung, insbesondere von einem Spiegelredakteur an, den er also in seinem Tagebuch auch benennt als einer derjenigen, der also diesen Widerstandskämpfer verleumdet. Er schreibt gegen die Verleumdung an. Ja? Aber er benutzt gleichzeitig das, was sie als sogenannte Fakten verwerten, beziehungsweise nimmt sie in seine Interpretation mit hinein. Und das führt eben dann auch bei manchen dazu, dass sie gewissermaßen sagen, naja, das gleicht sich ja gewissermaßen mit dem, auch wenn er dagegen anschreibt, gleicht sich das aber in einigen, was also der Höhne dort behauptet. Das ist die Grundlage, und der Name Rote Kapelle taucht da auch bei ihm nicht auf, ja, aber das ist gewissermaßen, was im Hintergrund dort mitgeht. Einerseits
die Auseinandersetzung damit und zum anderen ja, möchte er diesen Figuren, die ja auch missbraucht werden, ja? Also in der bürgerlichen Geschichtsschreibung oder in der DDR, wo eben sie auch in ein bestimmtes Raster gesetzt werden und gibt ihnen also ein Gesicht. Ein Freund von mir hat mal geschrieben, das ist gewissermaßen ein literarisches Denkmal, was er ihm setzt. Und wir wissen, dass die Denkmäler nie so sind, dass sie also der Realgeschichte sehr nahe kommen. Ja. Aber in dem, was er damit ausdrucken will, denke ich, ist das durchaus für mich eine auch anzunehmbare und plausibelbare Erklärung, dass man sagt, das ist nicht die Wahrheit oder irgendwas, es ist ein Denkmal. Ja? Und an dem Denkmal haben wir weiter zu arbeiten. Wo liegt für Sie die aktuelle Bedeutung der Ästhetik des Widerstands? Ja, also Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre waren wir ja gewissermaßen, ich glaube, Francis Fukuyama hat geschrieben, das ist das Ende der Geschichte. Ja, also das mit dem Sozialismus hat nicht geklappt, es geht jetzt wieder zurück. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass durch den ganzen Neoliberalismus, wie der da so in den letzten 10 Jahren auch ja, hinterm Rücken das Ende der Geschichte hier mit eingezogen ist, es dann so war, dass dann so neue Wörter geschaffen wurden, Alternativlosigkeit, also dass es ja auch keine Alternative mehr gibt. Ja? Und insofern ist das ein Argument, wo ich sage, also sollte man doch nochmal Peter Weiß lesen, um daraus die ganzen Widersprüche dieser Geschichte auch zu ersehen und auch zu sehen, dass es natürlich immer auch Menschen gab, die also sich die Auswege aus der Alternativlosigkeit gesucht haben. Denn viele Deutsche, die man nach dem Krieg gefragt hat, warum habt ihr euch denn eigentlich so verhalten, haben die gesagt, wir konnten ja nicht anders. Ja? Und das ist eines der Vorzüge in dem Buch, dass er das Ganze im Komplex, aber gleichzeitig natürlich auch in allen Paradoxen und Widersprüchen zeigt. Was auch mich noch zu einem zweiten führt, es gibt ja gleichzeitig doch starke Bemühungen in den letzten 10 Jahren, die darin mündeten, dass zum Beispiel im Jahr 2009 vom Europäischen Parlament vorgeschlagen wurde, einen neuen Gedenktag in Europa einzuführen. Und zwar als Zeitpunkt wurde dort ausgesucht der 23. August, der sich bezieht auf den 23. August des Jahres 1939, wo dieser deutsch-sowjetische Nicht-Angriffspakt unterzeichnet wurde. Das Narrativ dahinter ist, dass das eben zeigt, dass also Kommunismus und Faschismus zusammengearbeitet haben und zur Zerstörung Europas beigetragen haben. Ja? Und gewissermaßen hat man dort die beiden Hauptschuldigen zusammengefasst und damit also auch erreicht, dass die Totalitarismus-Thesen, die schon mal in den 70er, 80er Jahren eigentlich perdu waren, wurden und sind also jetzt gewissermaßen wieder das Erklärungsmuster für die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Und das ist für mich eben das Buch von Peter Weiß, das nochmal zeigt, was sind also die progressiven Ansätze und in den 20er Jahren, was ist überhaupt, was zeichnet diese Bewegung aus? Die Solidarität, weil diese Solidarität hat sie auch in kleineren Einheiten dann zusammengehalten in der Zeit des Faschismus. Und deshalb denke ich, ist es ja auch eine Auseinandersetzung im Kampf um die Erinnerung. Ja? Man will bestimmte Teile der Geschichte ausblenden und sie zumindest marginalisieren. Und das ist, glaube ich, auch gelungen. Es gibt zum Beispiel erst seit
3-4 Jahren wirklich eine größere Publikation zum Widerstand aus den Gewerkschaften, ja? Praktisch 70 Jahre danach. Und es ist so, dass natürlich, wenn man die Zahl der Veröffentlichungen zum Arbeiter wieder durchaus, aber es ist kein öffentliches Thema. Ja? Es gibt eben den 20. Juli, an dem der Männer des 20. Juli gedacht wird, wobei in den letzten Jahren auch immer wieder sagt, wir, die das dort veranstalten, von der Forschungsgemeinschaft 20. Juli, wir erinnern an den ganzen Widerstand, ja, und zumindest in 2015 auch zum ersten Mal der GEW-Vorsitzende dort gesprochen hat, ja. Aber gleichzeitig ist es so, dass es eben doch sehr schwierig ist, hier in der Öffentlichkeit gewissermaßen Flöcke einzuschlagen, die daran erinnern, dass ja innerhalb des deutschen Widerstands, der sehr vielfältig war, aber gerade der Widerstand aus der Arbeiterbewegung, der war, der einmal als der größte Anzahl von Teilnehmern, die größte Zahl der Opfer Spuren hinterlassen hat, die sich aber nicht in dem kollektiven Gedächtnis der Deutschen wiederfinden bisher. Und insofern denke ich, ist das, was Peter Weiß dort gemacht hat, doch nochmal ein Ansatz, dort weiterzumachen. Frau Kebier, wie ist die Ästhetik des Widerstands heute zu lesen? Es ist ein großes Sprachkunstwerk auch, nicht? Es gibt, also gerade in der DDR hat es natürlich sehr, sehr viel belletristische Literatur über den Widerstand gegeben, die auch schon früher natürlich, aber die ist nicht, kommt an die künstlerische Reife von diesem Roman sicherlich nur in einigen Fällen heran. Man soll aber immer betonen, es ist ein Roman, der sich eben die Freiheit des historischen Romans genommen hat. Das wird ja auch deutlich, wenn man Nackt unter Wölfen zum Beispiel von Bruno Arpitz, da stimmt auch sehr vieles nicht überein. Und doch sind da wesentliche Elemente der Wirklichkeit natürlich drin. Und das ist auch ein überzeugendes Kunstwerk. Wie gesagt, das ist eine Problematik des historischen Romans, dass man den prinzipiell nicht dokumentarisch sehen kann. Ich möchte aber noch ein anderes, meiner Meinung nach auch wichtiges Element. Und da komme ich schon auf den Titel. Es heißt ja Ästhetik des Widerstandes. Es geht also sehr häufig um diese enge Verknüpfung, die also der Widerstand auch mit Kunst und Kultur eingegangen ist. Also dass sehr, sehr viele Intellektuelle teilweise ins Exil gezwungen, aber teilweise eben auch in Deutschland selber gegen den Faschismus gekämpft haben. Nicht nur als Person, sondern auch mit ihren Werken, mit ihren künstlerischen Werken. Und dahinter steht natürlich auch eine grundsätzliche Erkenntnis, dass gesellschaftlicher Fortschritt oder auch Kampf gegen die Unmenschlichkeit, dass die also auch auf der empathischen, auf der künstlerischen Ebene muss dieser Kampf auch stattfinden. Und aus meiner Sicht ist diese Erkenntnis heute sehr zurückgegangen. Ja, also Kunst und Kultur gibt es natürlich nach wie vor, auch engagierte Kunst und Kultur, aber wir haben doch eine vollkommen andere Situation. Insgesamt wird dieser Bereich viel mehr als Dekor oder Ausfüllen der Freizeit angesehen. Und die große Potenz, die also in Kunst und Kultur liegt, wo ja auf einer spielerischen, experimentellen Ebene über Zukunft nachgedacht wird. Das ist meiner Meinung nach sehr stark verloren gegangen bei Politikern, die also beispielsweise Kulturhäuser, Bibliotheken, Theater und so weiter sehr gerne, also da sehr gerne auch
den Sparhebel ansetzen. Dabei hat es natürlich schon in den 20er Jahren auch subventionierte Kultur gegeben. Ja, also oder beispielsweise in Schweden gerade, da hat es einen riesenhaften Reichsverband von Laienkultur gegeben. Da waren eben auch Laientheater von Arbeitern, von Gewerkschaftern, und das wurde aber staatlich unterstützt. Das ist übrigens auch der einzige, das sind die einzigen Orte und Menschen gewesen, mit denen Brecht im Exil in Schweden überhaupt noch arbeiten konnte. Die haben einen Teil seiner Stücke aufgeführt, während die großen schwedischen Theater sich das nicht trauten, weil Schweden also mit Deutschland damals paktierte, Eisenerz lieferte und so weiter. Das ist übrigens ein Aspekt, der fehlt, glaube ich, auch da in der Ästhetik des Widerstandes, aber egal. Also, dass gesellschaftlicher Fortschritt oder auch gesellschaftliches Überleben, das Überleben von Zivilität und Menschlichkeit, nur möglich ist, wenn also Kultur produziert wird und eben auch Unterstützung aus der Gesellschaft selber erhält. Das ist für mich eine sehr große Botschaft dieses Werkes, die es eben auch heute noch wichtig und lesenswert macht. Wobei man da aber auch wieder, da gibt es natürlich auch Forschungen, und ich möchte mal hier auf zwei Publikationen aus der DDR, die etwa parallel zur Ästhetik des Widerstands entstanden sind, die also in populären Ausgaben erschienen sind. Ja, das sind Arbeitsgruppen an der Akademie der Wissenschaften unter Leitung von Werner Mittenzweig. Diese Arbeitsgruppen haben über die künstlerischen Leistungen des Exils während der Zeit des Nationalsozialismus geforscht und diese Forschungen eben zusammengetragen. Also der eine Band Exil in der Schweiz. Ja, und der dickere Band Exil in der Tschechoslowakei, in Großbritannien, Skandinavien und Palästina. Das sind, das arbeitet mit dokumentarischen Materialien, die also als Ergänzung zur Ästhetik des Widerstandes sicherlich auch heute noch geeignet sind. Vielen Dank, Sabine Kebia und Hans Koppi. Wir möchten noch darauf hinweisen, dass das Peter-Weiß-Literaturhaus in Rostock in Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung eine Stafettenlesung der ganzen Ästhetik des Widerstands organisiert hat, an der sich zahlreiche Autoren und Intellektuelle beteiligen. Sie ist vom 11. bis zum 13. November original zu erleben und kann auch im Internet, dort auch mit dem Stafettenteil von Hans Koppi, gesehen und gehört werden.